Auch die Biologen wollen etwas davon haben. Die amerikanische Weltraumbehörde hat zu diesem Zweck einen besonderen Typ von Satelliten geschaffen, die sogenannten Bio-Satelliten. Wir sprachen, ich glaube, es war vor 5 oder 6 Sendungen zuvor, sprachen wir davon, dass der Weltenraum ja als eine biologische Umwelt anzusehen ist. Es ist eine Umwelt, die sich von der Umwelt auf der Erde durch 2 Punkte in der Hauptsache ganz deutlich unterscheidet. Im Weltall herrscht Gewichtslosigkeit und es ist dort ja das Strahlungsfeld des Weltalls, das heißt die kosmische Strahlung und die Strahlungen, die in den Strahlengürteln der Erde sich gefangen hat. Und die Biologen wollen nun wissen, wie entwickeln sich Pflanzen und Tiere fern von der Erde unter diesen Bedingungen. Ich möchte Ihnen jetzt also einen kurzen Film zeigen über dieses Biosatellitenprojekt der amerikanischen Weltraumbehörde. Der Biosatellit hat eine runde Form, er sieht beinahe aus wie eine Granate, bewegt sich in seiner Bahn um die Erde wie alle Satelliten. Die Höhe kann man entsprechend den Versuchsbedingungen auch ändern, hier beispielsweise 200-300 Kilometer. Und die Biologen haben schon seit längerer Zeit ein Programm ausgearbeitet, was sie da draußen im Einzelnen untersuchen wollen. Hier basteln sie gerade an ihrem Biosatelliten und man will zunächst einmal Pflanzen in das Weltall schicken, um zu sehen, wie sie sich unter den Bedingungen der Gewichtslosigkeit entwickeln. Denn das Wachstum der Pflanze wird ja in einem ziemlichen Umfang durch die Schwerkraft bedingt. Und unter den Bedingungen der Gewichtslosigkeit können da völlig andere, denn die Struktur des Pflanzenkörpers muss ja mit der Schwerkraft rechnen. Dann will man Frösche züchten, und zwar vom Ei bis zum fertigen Tier. Es werden also dann die Froscheier in diesen Biosatelliten hineingegeben und während der ganzen Entwicklungszeit über die Kaulquappe bis zum fertigen Frosch will man diese Entwicklung im Weltall selbst dann vor sich gehen lassen. Man muss natürlich dann den Biosatelliten, um das Experiment sinnvoll abschließen zu können, auch wieder sicher zur Erde zurückbringen. Das heißt also, wir haben hier dasselbe Problem wie bei den bemannten Satelliten, die ja auch zur Erde zurückkehren müssen. Das heißt also, der Biosatellit ist genauso wie ein Gemini-Raumschiff ausgerüstet, um jene schwierige Operation durchzuführen, die Rückkehr zur Erde durch die Atmosphäre. Und dabei muss ja ein solcher Satellit seine ganze Bewegungsenergie, seine Geschwindigkeit von 8 Kilometern pro Sekunde, muss er loswerden. Und wie ein flammender Meteor stürzt er dann auf die Erde zurück und die letzte Landung erfolgt ja dann, wie Sie wissen, mit Hilfe eines Fallschirms.